Sie, machen Sie bitte sofort den Parkplatz frei. Sie haben doch gesehen, dass ich da gerade einparken wollte. Ach, ist das zu? Tut mir leid, habe ich gar nicht bemerkt. Fahren Sie sofort den Wagen weg, ich hab's eilig. Ach ja, ich auch. Ich erwarte einen wichtigen Besuch. Hören Sie. Passen Sie mal auf, Mann. Hier gibt's jede Menge Parkplätze, also stellen Sie sich nicht so an. Ich warne Sie. Ich zeig Sie an und lass Sie abschleppen. Viel Spaß dabei. Ich mach keinen Spaß. Ein Bekannter von mir hat ein Abschleppunternehmen. Oh, das ist gut. Das ist ein lukratives Geschäft. Naja. Bisschen dürftig, der Lebenslauf. Oder? Ich habe die Lehre in der JVA gemacht. Aha. Und danach? Ja, ich meine, das ist jetzt schon über 7 Jahre her, dass Sie fertig sind. Was haben Sie denn danach gemacht? Ich bin vor ein paar Wochen erst raus. Sie haben über 10 Jahre gesessen? Mein Gott, Sie sind doch noch jung. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie jemanden umgebracht? Hast du die Stirn und bewirbst dich bei mir? Nenn mir mal einen Grund, warum ich so jemanden wie dich bei mir beschäftigen sollte. Hören Sie sofort auf, mich zu duzen. Du kannst froh sein, dass ich nicht noch was ganz anderes mit dir mache. Dass anständige Leute für so ein Gesocks auch noch Steuern bezahlen müssen, ist wirklich eine Schande. Wo ist der Tresor? Hier runter. Aufmachen! Geil! Mach schon! Ganz ruhig, mein Freund. Hallo? Ich will überfahren. Können Sie bitte lauter sprechen? Ich kann Sie nicht verstehen. Wo befinden Sie sich? Ich bin da. Hallo Conny. Hallo Paps. Entschuldige die Verspätung, aber ich habe einfach keinen Parkplatz gekriegt. Tom? Das ist Richard, mein Vater. Paps, das ist Tom. Das ist ja schon eine schöne Sache, wenn man so einen handwerklichen Beruf gelernt hat, oder? Also ich habe da 2 linke Hände, wenn es um die Heimwerkerei geht. Ja. Ich bin Klempner, kein Heimwerker. Noch Kaffee? Mhm. Danke, Kleines. So. Sie machen also Filme, ja? Ja, ich bin Regisseur. Action? Tom macht mehr so ernsthafte Filme. Ach so, du meinst so etwas, wo Sie stolz darauf sind, wenn niemand begreift, worum es geht und sich dann keiner den Film anguckt. Gut, super. Nee, mehr sowas wie den da. Das glaube ich jetzt aber nicht. Dieser Film da? Ja. Ich weiß, das ist der größte Schrott der Filmgeschichte. Das habe ich auch zuerst gedacht, aber jetzt ganz im Ernst, der ist richtig gut. Ja, ist mittlerweile einer meiner Lieblingsfilme. Ehrlich?
Ja, ich habe den schon zigmal gesehen. Mensch, das ist ein Kompliment, danke. Übrigens, die Geschichte am Parkplatz, tut mir leid. Schwamm drüber. Sie haben mir gezeigt, dass Sie sich durchsetzen können. Und ich bin froh, dass meine Tochter nicht so einen Langweiler an ihrer Seite hat. Was bekommen Sie zu trinken? Nichts. Aber wir nehmen 2 große Portionen Pommes. Ketchup oder Mayo? Ketchup! Wegen Ihrer Kunst kommt sie schon wieder zu spät. Oh, Mama hat gesagt, ich will beten. Hauskammer. Mama, wach auf. Bist du ja endlich. Bitte, wach auf. Hol den Kram weg und mach die an die Arbeit. Und, Kurti, hat's geklappt? Bitte. Erzähl ich dir später. Also nicht. Nee, sei doch froh, bitte. Damit kannst du eh nichts verdienen. Hier, bitte schön, Ihre Pommes. Und Ketchup? Tut mir leid, aber Ketchup haben wir keins mehr. Möchten Sie Mayonnaise? Nein, ich will Ketchup haben. Es gibt keinen Ketchup, haben Sie doch gehört. Ich will Ketchup haben. Ich geh mal nach hinten und gucke, ob es doch noch Ketchup gibt. Wenn ich sage, es ist kein Ketchup mehr da, dann ist auch kein Ketchup mehr da. Ich will nicht so wie du hinterm Tresen enden. Du solltest lieber mehr auf das hören, was ich dir sage, und keine Zeit für diesen Scheiß verschwenden.